Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Browser Party. Ja, wieder Sonntag, wieder geschafft und wieder ein neues Browserspiel. Link wie immer in der Videobeschreibung. Heute neues Browserspiel und zwar 5 Minutes to Kill Yourself. Ja, also 5 Minuten, um sich zu töten und zwar sich selbst. Zur Story werde ich gleich erklären. Außerdem wird es heute eine etwas längere Browser Party geben, da es letzte Woche keine gab, aufgrund von Gamescom und Co. Das ist aber nicht schlimm, daher werde ich hier die ganze 5 Minutes to Kill Yourself-Reihe durchgehen. Davon gibt es nämlich mehrere Spiele. Und ich würde sagen, wir können jeden getrost eine Runde spendieren und rumgucken, was es so Tolles gibt. Und wir drücken erstmal auf Go und gucken, was geht's denn hier überhaupt? Die Einführung. Das Training-Video. Ja, wir haben halt das Environment, sprich die Umgebung zur Verfügung, um uns selbst zu töten. Wir steuern mit den Pfeiltasten, ich glaube wahlweise auch mit WASD ist es möglich, mit der Space oder sogenannten Leertaste können wir interagieren mit Dingen. Mit M können wir checken, wie sehr oder wie stark wir schon dem Tode nahe sind, beziehungsweise auch auf die Map gucken. Hinweise gibt es auch noch ein paar. Ja. Wir können Coworker, also Mitarbeiter verärgern, wir können Dinge kombinieren und andere lustige Sachen nutzen, um uns selbst Schaden zuzufügen, um möglichst früh zu sterben. So, wir überspringen aber jetzt den Rest. Wir gucken uns das nicht nochmal an. Wir haben auch eine Charakterkreation. Das ist, also für so ein Browserspiel, guck mal, wir können hier gucken. Oh, Casual Friday only. Ah, Mist. Und dabei haben wir heute nicht Casual Friday. Ja, ist tatsächlich Samstag, wo ich aufnehme. Da sind wir ein bisschen spät dran. So, eine Hose und ein hübsches Hemd. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde ja gerne das Pinke nehmen. Aber wir nehmen die Hitman-Krawatte. Die sieht gut aus. Das sieht über die Blutflecken. Obwohl, Krawatte soll, das Hemd soll sich auch ein bisschen vom Blut abheben. So, also nehmen wir den. So, da sind wir in unserem hübschen Büro. Alles ist easy, alles ist cool. Ein ganz normaler Arbeitstag. Oh mein Gott. Noch mehr, ein Meeting mehr und ich werde mich killen. Ding, Post. So, in 5 Minuten fängt ein weiteres Meeting an und dann heißt es, okay, das reicht. Wir haben 5 Minuten Zeit, um uns selbst zu töten. Okay, mit WASD geht es doch nicht. Also doch die Pfeiltasten. Ich nehme mal hier kurz die Maus aus dem Bild. So, und hier hatten wir schon den Tipp mit dem lustigen Leiter. Den kann man mitnehmen. Und dann kann man hier rumlaufen im Büro. Was ist das? Hier blinkt. Das kann man nehmen. Und uns erstmal den Kopf in die Schreddermaschine stecken. Sehr gut. Leider geht das nicht nochmal. Aber wir können eine andere Schreddermaschine nehmen. So, jetzt ist die auch kaputt. Minus 4%. Ja komm, der war der auch noch mit. Sehr schön. Und, oh, was ist das? Das ist, glaube ich, der Rest dazu. Nehmen wir den auch. Ja, fackeln wir uns ein bisschen die Birne weg. Jawohl, 18%. Die Birne weggebrutzelt. Das ist doch gut. Was gibt's hier Schönes? Da gibt's was. Kann man hier irgendwas machen? Hallo? Hallo? Ich möchte hier wohnen. Hallo? Au! Was war das denn? Da kam uns irgendwas entgegengeflogen. Au! Schon wieder. Okay. Genug davon. Was kann man hier? Was ist das denn? Kann man das? Damit kann man doch was machen. Aua! 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 Jetzt verprügeln die uns. Cool. Ich bin eine wandelnde Piñata. Haut mich! Ah! Sehr gut. Noch mehr? Willst du mich hauen? Hallo? Lama Power. So, was gibt's hier? Okay, das kann man nehmen. Was gibt's hier? Ah, wahrscheinlich Metall in die Mikrowelle tun. Jawohl. Erstmal schön kaputt genugt. Hier, jetzt können wir mal gucken. Mit M können wir ja gucken, wie weit sind wir. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Die Karte sagt auch. Jo, oh, was ist das? Hier blinkt alles. Ja, erstmal mit einem Tacker ins Gesicht. Erstmal ins Gesicht tackern. Sich selbst. Klack, 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 klack. Schön. Was gibt's hier? Erstmal mit der Schere abstechen. Ja, das ist alles nicht so das Wahre. Das bringt jetzt nicht so viel Profit. Kann man mit dem Ding hier irgendwas machen? Nein? Okay. Dann. Nee, aufs Klo. Doch, aufs Klo kann man gehen. Aber nicht aufs Mädchenklo. Was ist das hier? Damit kann ich jetzt gerade nicht interagieren. Ein Clown. Ein freundlicher Clown. Was ist hier? Hallo. Oh ja, du siehst freundlich aus. Lass mal reingehen.
Boah. Dieses Spiel, ey, das ist ja krank. 10%. Oh, guck mal hier was. Nom nom nom, lecker Klosteine. So, wie weit sind wir denn? Mal gucken. Ah, das ist ja gar nicht mehr viel. Das ist ja quasi schon geschafft. So, was können wir hier? Putzeimer leer saufen. Jawohl. Und das war's auch schon. Putzeimer leer saufen hat uns tatsächlich umgebracht. Wir sind gestorben in nur 2 Minuten 52 Sekunden. Yay! So, wenn das so schnell geht, pass auf, wir geben uns einfach immer mal 2 Runden. Dann können wir auch wirklich alles mitnehmen. Ja, Gottes Rache kam da gerade auf uns runter. Dusch, mit viel Bling Bling. Und dann gucken wir mal, warte, ich nehme das nochmal mit, weil das so schön schnell ging. Vielleicht können wir damit noch andere Sachen anstellen. Hier? Ja, wir tackern uns wieder selbst. Die Frage ist, wenn das wirklich Prozente sind, kann man damit 5%? Kann man damit mehr erreichen, wenn man. Geh mal weg hier, du Olle. Da. Oder du Oller, oder keine Ahnung. So, wenn wir das jetzt hier reintun, wie viel kriegen wir dann wirklich Schaden? Kriegen wir dann 18 Punkte oder 18% Schaden? Ah, gut, das sind 18 Punkte von 100. Das Ding nehmen wir mal mit. Und es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ich habe es nämlich schon mal gespielt, ich weiß das. Hier können wir nämlich auch noch irgendwie den Fahrstuhl benutzen und damit tolle Sachen machen. So, hier zum Beispiel in irgendeine Abteilung gehen. Hallo. Hallo? Hallo? Den Regenschirm nehmen, das kenne ich zum Beispiel auch schon. Den da reintun? Yeah. Und was das hier ist, das ist im Prinzip eine Rohrpostmaschine. Jetzt pfeift im Prinzip dieser wunderschön gestaltete Regenschirm hier durch die Rohrpostmaschine. Und der Pfeil sagt, stell dich hier hin. Dann widerfährt dir Gutes. Oh. Oder ein Regenschirm schießt durch dich durch. Autschen. So ein Blödsinn, aber auch. Was ist das hier? Elektronische Geräte. Was kann man damit machen? Mit elektronischen Geräten? Ja, erstmal drauf pinkeln. Genial. Sollte jeder mal gemacht haben. Wie sieht's aus? Oh, diesmal sieht es nicht ganz so gut aus. Ein E-Mail-Konto mit lauter. Was sind das? Gehirne? Kann man dich. Was? Wie ich bin nicht. Ich sollte nicht hier sein. So. Was nehmen wir? Nehmen wir einfach mal das hier. So. So, erstmal. Komm hier, kann man den nicht irgendwie voll labern, dass der. Ja, komm. Nehmen wir mal was anderes. Ah. Oh. Direkt werden sie alle ein bisschen aggressiver. Oder sind alle ein bisschen aggressiver mir gegenüber eingestellt. Finde ich klasse. Die Nerds haben mich erstmal alle geäxt. Kann ich auch noch nicht. Wusste ich noch nicht, dass das geht. Ich habe jetzt einfach nur mal ein bisschen rumprobiert. Ja, hier kann man auch auf alle Elektronik einfach drauf pinkeln. Gib ihn. So, was ist hier? Kann man sich da reinstellen? Du siehst doch aus, als ob man nicht. Oh, nein, jetzt habe ich hier auf was drauf gepinkelt. Upsi. Wie sieht's aus? Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus mit 82%. Auch diese wunderschön gestaltete Musik, die gefällt mir sehr gut. So, kann man mit dem hier noch labern? Willst du mich auch töten? Hey, hey, nicht weg. Hey, hey, Steuerung. Gut, die Steuerung ist jetzt nicht unbedingt die. So. Da kann man bestimmt noch viele coole Sachen machen. Ich will mit dir reden. Hallo? Nein? Okay. Dann rede ich halt nicht mit dir. Kann ich mit dir reden? Du flauschiger Pelzmann. Nö. Ah, schnell, wir haben nur noch 1 Minute, um 1 Minute 30, um uns zu töten. Gehen wir mal wieder woanders hin. Ich will jetzt auch nicht alles zeigen, was ich bisher schon rausgefunden habe, weil das Spiel bietet echt viel, was man, wie man sich hier Bekannte geben kann oder von der Kante schmeißen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Bling, bling. Oh. Da kam eine Kettensäge an. Habt ihr noch mehr? Dynamit? Gibt es da noch was anderes? Noch eine Kettensäge. Ja, ich brauche mal noch eine. Oh, oh, ein Amboss. Cool. Nochmal Dynamit. Jo. Wie viel brauchen wir noch? Oh, wir sind tot. Alles klar. Ah. Gut, wir haben ein bisschen länger gebraucht, aber wir haben es geschafft.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich in diesem Spiel töten kann. Gefällt mir gut. Der Aufzug fährt auch noch nach oben, so viel kann ich euch schon verraten. Da lasse ich euch dann selber rausfinden, was im ersten Teil passiert. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug den ersten Teil gespielt und gehen direkt über zum nächsten Teil. So, und da sind wir wieder zum nächsten Teil von 5 Minutes to Kill Yourself. Also 5 Minuten, um zu töten, und zwar dich selbst. Diesmal am Hochzeitstag, The Wedding Day, ding, 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 ding. Und eigentlich dasselbe Spielprinzip wie gerade eben. Yay, das Intro, Party, Party, so hat man sich kennengelernt, alles cool. Heirat, nö, was, keine Ahnung, Geld, Kinos, was, Glatze, Kinos, sterben, sterben, jo. Ja, so ist der Plan. So, Singleplayer, oh. Wir können ja sogar im Multiplayer spielen, das wusste ich auch noch nicht, cool. Wir spielen aber erstmal das Singleplayer-Wedding. Da gibt es auch wieder eine kleine Einführung. Use the Mouse. Okay, hier müssen wir mit Maus spielen, nicht mehr mit Pfeiltasten. So, dann können wir verschiedene Items wieder kombinieren. Das ist natürlich wie im letzten Teil. Und ich würde sagen, oh, guck mal, wir können aussuchen. Da kann man sogar einen Namen eingeben, so hier. Ich bin der Moi. Ja. Und ich bin mit dem Let's Play verheiratet. So, das Let's Play. Keine Ahnung. So. Hier kann man ja richtig customizen. Da kann man ja. Warte mal, wir machen jetzt mal so hier weiß. Was sieht denn am blödesten aus? Keine Ahnung. Ja, pink. Genau, pink. Und weiß. Ne, schwarze Haare. Ach, das sieht doch schön aus. So, und das machen wir hier. Und so, keine Ahnung, random einfach mal ein bisschen rumklicken. So, kackbraun, das ist, keine Ahnung, nee, immer orange, das ist auch eine coole. Obwohl, Kanalfarben, hier, da, so. Choose for me. Aber wir können auch random. Ja, dann machen wir es doch so. Hier, guck mal, Kanalfarbe und da, ja, egal. Random, wir sind ready to go. Und gucken mal, was passiert. Ja, so Charaktererstellung, da kann man sich ja ewig, Moment, wir müssen die Maus benutzen, um rumzuklicken. Ding. Was macht ihr da Schönes? Ja. So einen Kampf zu unterbrechen ist immer eine gute Idee. Schön. Was kann man hier noch machen? Kann man hier irgendwas Tolles machen? Was macht der da? Rumspannern? Kann man hier raus? Ja, hier kann man raus. Oh, kurze Ladezeit. Tudu. Oh, was ist das? Ein Lineal. Yeah, ein Lineal. Das kann man bestimmt der geben, die haut uns dann. Bam! Oh. Das ging ab, ja. Was macht ihr hier, ihr kleinen Hip-Hop-Gangsters? Das lief doch ganz gut. Da können wir nichts machen? Nee, schade. Da brauchen wir wahrscheinlich noch andere Items, damit das funktionieren würde. Auch hier, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, erstmal eine Kerze im Auge ausdrücken. Habe ich schon immer gehört, dass das eine gute Idee sein soll. Was ist das? So kann man jetzt... Warte mal. Wir gehen erstmal damit hoch. Erstmal haben. Achso. Ah. Oh. Erstmal von Dämonenstatuen zerfressen werden. Ich habe überlebt. 21%. Das ist nicht schlecht. Cool. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, noch ganz viel Zeit. Hätten wir uns noch mit der anderen Kerze das im anderen Auge ausdrücken können. Egal. Kann ich das hier aufheben? Nein, kann ich damit was machen? Nein, schade. Wir gucken mal noch in den anderen Raum. Die Musik ist auch... So schön aus dem ersten Teil. So, was gibt's hier Cooles? Ein... So ein Autoding. Und... Au. Jawohl! Andere Auge getroffen. Juhu! Ich brenne! Yay! So...
Was ist das für einer? Ah. Können wir uns im... Was, warum kommt da ein Hai raus? The fuck? Oh mein Gott. Warte mal, jetzt mal gucken, wie sieht's aus? Wie weit sind wir denn? Ach, sieht man hier diesmal gar nicht? Schade. Kann man hier hoch? Irgendwie? So, hier können wir uns nochmal... Kerze. Neiwärchen. Okay. Wir gucken mal, ob es noch nach unten rausgeht. Das würde mich auch stark interessieren. Hallo. Oh Gott, hier geht es ja richtig noch weiter. Was bist du für einer? Ah ja. Das wird wahrscheinlich der Schwiegervater gewesen sein. Mit der Flinte. So. Ah, oh, so viel, was man hier machen kann. Erstmal aufs Klo gehen, ob der freundliche Clown wieder da ist. Das würde mich mal interessieren. Sitzen die ganze Zeit irgendwelche Leute im... Ja, kennen wir ja alles schon. Viel haben wir nicht mehr. Ja, komm hier. Erstmal den Streit unterbrechen. Haut mich. Minus 8% müsste doch reichen, oder? Nein. Ich vermute, dass hier unten ist der Lebensbalken. Der jetzt schon außen ist. Das finde ich auch okay. Gucken wir mal hier unten noch rum. Oh, das sieht ja einladend aus. Machen wir mal. Ah, da ist der nette Clown. Hallo, lieber Clown. War's das? Minus 14%. Jo, das hat gereicht. Wunderbar. Coole Sache. Oh, nur 3 Minuten gebraucht. 3 Minuten und ein bisschen. Haben wir echt nur so wenig Zeit gebraucht? Ja, okay. Kann sein. Ich würde sagen, wir gehen über zum nächsten Teil. 3,5 Minuten. Naja, doch. Ich zeige jetzt einfach mal die ganzen Teile, die ich gefunden habe, durch. Werde die Links alle in die Videobeschreibung packen. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Und da sind wir wieder. Jetzt lädt es noch mal kurz. Jetzt sind wir nicht beim zweiten Teil angelangt. 5 Minutes to kill yourself. Teil 2. Sprich, 5 Minuten, um zu töten. Und zwar dich selbst. Der zweite Teil, der ist auch anscheinend ein bisschen größer. Vielleicht hört es dann auch. Ja, mal gucken, wie lange das hier wird. Ist ja eine extra lange Folge. Ich will ja auch noch für letzte Woche wieder gut machen, weil ich da leider nichts bringen konnte, weil ich auch unterwegs war und noch nicht, das ganze Ding noch nicht fertig war. Daher zeige ich jetzt hier einfach alle Teile. Dann lädt es mal kurz und ich nutze diese Zeit des Ladens einfach, anstatt das hier vorzulesen, weil es Englisch ist und das mit dem Übersetzen recht schwierig wird, weil ich dann, ich meine, ich könnte es in der Zeit locker lesen, aber mit dem Übersetzen ist so eine Sache. Vor allem das richtige Übersetzen ist immer so eine Sache. Egal. Dann gucken wir uns dann noch den letzten Teil an. Das wäre 5 Minutes to Kill Yourself Reloaded. Mal gucken, wie das so ist. Das habe ich mir nämlich auch noch nicht angeguckt. Aber es ist von denselben Machern. Ne? Hier alles von Adult Swim. Ja, wer es kennt, ich meine, Fernsehen vielleicht schon mal gesehen, Robot Chicken oder sowas. Das gehört alles da dazu. Egal, wir spielen jetzt hier 5 Minutes to Kill Yourself 2. Sehr schön. Family Reunion heißt das Ganze. Und, ja. Es geht natürlich darum, dass ein Familientreffen ist. Und ich vermute, ohne jetzt zu lesen, jo, es geht einfach darum, Familientreffen, du hast keine Lust. Also, meine Güte. Die Scheißfamilie, halt's Maul. So nach dem Motto. Und dass man sich einfach auch ein bisschen selber um die Ecke bringt, bevor man noch ein so ein scheiß Familiendings mitmacht. Hier wieder die Anzeige. Das Übliche halt. Danke, weiter. So, dann dürfen wir uns hier heute mal in kurzen Hosen. Ganz leger. Oh, wir nehmen natürlich die kürzesten, also die kürzesten Hosen, die uns zur Verfügung stehen. Und das grellste Hemd. Genauso wie eine Bauchtasche. Die hübscheste natürlich, die pinke. Weil ganz einfach, oder doch die grüne? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Bauchtaschen sind immer gut. Ich meine, wer keine Bauchtasche dabei hat, der hat sowieso was. Wir können uns noch was aussuchen, was wir direkt mitnehmen. Oh, eine Batterie oder was? Nee. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Wir nehmen mal die Batterie mit. Das, so eine Batterie zu haben, kann nie schaden. So. Hier ist das Intro. Ja, Familientreffen. Hallo. Hallo. Stan. Wir heißen gar nicht Stan, ist aber egal.
Also deine Großmutter und die Familie wieder zusammentreffen. Ach du Scheiße. Nee. So, jetzt kommen wir in den Park. Loading Park. Okay. Ja, hier wird nochmal empfohlen, wie wir uns am besten töten können. Mit Dingen, die wir so finden. Drei Zonen. Egal. Los geht's. Diesmal wieder mit der Maus gesteuert. Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung. Laufen wir ein bisschen rum und gucken mal. Was ist das? Das kann man auf jeden Fall aufheben. Oder? Ja, das stellen wir mal für später auf. Was kann man hier Schönes machen? Müll essen? Oh, lecker Müll. Nom, nom, nom. Das läuft gut. Oh, kann man hier den Grill... Ach, schade. Kann man euch irgendwie ärgern? Nö. Kann man dich irgendwie ärgern? Den Polizisten ansprechen. Ich habe kein Feuer. Eine Kettensäge. Jawohl. Komm schon. Die müssen wir auch für später aufheben. Okay, okay. Wir gehen mal hier einfach quer durch die Landschaft. Bis jetzt haben wir noch nicht so viel gemacht, außer Müll gefressen. Die Zeit rennt uns davon. Ich glaube auch, das ist der schwierigste Teil von allen. Obwohl, ich habe den letzten, also den noch nicht gespielt. Egal. Oh, siedendes Fett. Jawohl. Erstmal reinhüpfen. Das ist eine gute Idee. Oh. Ja, siedendes Fett. Das tut gut. Was? Extra crispy. Oh, was ist das denn für einer? Hallo. Oh, der dicke Cousin. Hallo, dicker Cousin. Der rollt erstmal über uns rüber. Sieht aus, als ob wir so, keine Ahnung, so einen String nur anhätten. Das finde ich lustig. Elektrische Lampen. Da kann man erstmal drauf pinkeln. Geile Idee. Oh, was ist das? Haben wir jetzt die Kombo zusammen? Schade. Ein Grill! Puff. Sehr gut. Ja, bringt leider nicht so viel. Oh, was ist das? Besteck. Jawohl. Erstmal zack. Zack. Alles in sich rein. Ein bisschen sich selbst punktieren. Was ist das? Feuer? Nein. Nee, Grillkohle. Leckere Grillkohle. Die schmeckt gut. Kann man jetzt was anderes machen, nachdem man Kohle gegessen hat? Nein. Oh. Das wäre auch zu cool. Schade. Okay. Ja, komm hier, dann punktieren wir uns nochmal ein bisschen mit Besteck. So, zack, rein in die Schulter. Das tut gut. Oh, hier, Bogenschützenverein. Kann man mit dir reden? Kannst du mir was geben? Ich habe eine Batterie. Aua. Hat er mir in die Eier gelatscht? Ein frecher Lump. Hat er nichts? Nee, schade. Kommen wir hier rein? Wo ist eigentlich der freundliche Clown, den wir bis jetzt immer hatten in den Spielen? Au! Einfach eine Bratpfanne vor dem Kopf. So, das wollte der hier doch haben, ne? Ja, guck mal, was ich hier hab für dich. Ein bisschen Alkohol, da freust du dich. Oh Gott, er zerdrückt uns. Bäh. Widerwärtig. Oh, was ist das? Feuer? Ja, erstmal sich selbst abfackeln. Das ist eine gute Idee. So süß. Bis jetzt haben wir uns... Oh, oh. Hallo, Oma. Jetzt sterben wir vor Langeweile, oder was? Pfui. Wie weit sind wir denn? Ja, noch 21%, da haben wir noch einiges zu tun. Wagenheber. Save for later, okay. Das ist jetzt auch doof. Erstmal mit den Schwänen spielen. Ah! Mistviecher, das sind ja keine Schwäne. Killerwara, keine Ahnung. Killerviecher. Da pinkeln wir noch schnell auf so eine Lampe hier. Summ. Das ist immer eine gute Idee. Oh, was ist das? Das reicht irgendwie nicht. Oh nein, ich hänge. Nein, wir haben noch eine Minute. Hoffentlich können wir jetzt bei den Bogenhänseln vielleicht was machen. Oder wir stechen uns erstmal wieder ein bisschen Besteck ins Gesicht. Klatsch. So, klatsch. Das ist immer schön. So, du ja. Du, hey. Kollege. Nein. Ah, Steuerung.
Achso, ich bin ein Elch. Ich bin ein Elch. Ja, ich mir schon fast gedacht, dass das geht. Ah! Und damit haben wir es geschafft. Wir haben uns selbst getötet. Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns selbst getötet. Kein Familientreffen. Gott sei Dank. Sehr schön. Ja, machen wir doch mal nur eins, sonst wird es mit der Zeit knapp. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim letzten Teil wieder. Also beim, ja, was heißt beim letzten Teil? Beim ersten Teil Reloaded. Mal gucken, was der so zu bieten hat. Bis gleich. Oh, der ist ein bisschen größer, stelle ich gerade fest. Moment. Ja, so, jetzt aber. Da war der Teil doch ein bisschen größer als die anderen, was die Auflösung auf dem Bildschirm anging. Ist nicht so schlimm. Wir haben den Reloaded-Teil. Der könnte ja vielleicht ein bisschen besser sein. Wir gucken einfach mal rein. Das Training-Video, ja, das... Ach, wir überspringen es einfach mal. Jetzt können wir aussuchen, ob wir Männchen oder Weibchen sind. Oh, cool. Heute mal. Ah, Casual Friday only. Ist doof. Nehmen wir das Rote, das sieht man besser. Aber auch bunte Röckchen. Nein, nur am Freitag. Ah, schade. Egal, wir machen weiter. Diesmal in der weiblichen Form. Wen das mehr anspricht, ich weiß es nicht. So, natürlich wieder dieselbe Story. Meeting Request. Ja, hier gibt's wieder eins. Ein neues Meeting und dann scheiß drauf. Ich bringe mich jetzt um. Creating. Kann es sein, dass das zu... Oh. Hallo. Und wir müssen wieder mit der Maus bedienen. Ah, Autschen. Erstmal mit der Tür. Cool. Neue Sachen. Nom nom nom, lecker Zigarettenstummel essen. Ja. Was kann man hier noch was machen? Oh, in so einen Container rein. Hui. Im Biomüll spielen. Yay. Immer eine gute Idee. Oh. Ziegelsteinchen. Was können wir mit dir anfangen? Irgendwas Cooles. Ja, da fasse ich doch mal an. so ein kleiner Energieschub. Der hält wach. Der tut gut. So, was gibt's hier Schönes? Ja, erstmal in die Reifen-Spikes reinspringen. Boah. Übel. Oh. Oh, hallo Fremder. Oh, das ist gemein. Och, Menno. Die sind ja frech. Ich dachte jetzt schon, kommt sonst was, ganz ehrlich. So, hier gucken wir mal, ob wir hier reingehen können. Geht natürlich. Müssen wir jetzt was aussuchen? Nee. Ah, okay, cool. Das meinen die mit. Ich guck mal, was es hier sonst noch so gibt. Oh. Erstmal rein mit dem Gesicht ins Wasser. Ja, läuft, hä? Was ist das hier? Oh, schön warm. ich hab einen Hitzeengel gemacht. Schön. So, was gibt's hier? Ne, Zigarettenstummel haben wir schon. Ach Mist, jetzt habe ich trotzdem drauf geklickt. Na gut, das geht ja schön schnell. Zigarettenstummel essen dauert ja nicht lange. Hier nochmal der Hinweis, liebe Kinder, bitte macht das nicht zu Hause nach. Oh. Ein Schlüssel? Ah, ein Schlüssel und dann, bam, da kommt die göttliche Rache wieder. Ein Quark, Mann. Was gibt's hier Schönes? Fleischfressende Pflanzen, jawohl. Green Pea. kam hier noch irgendwas? Das ist Charlie Brown. Okay. Hier gibt's anscheinend... Weiß nicht, wir gehen mal weiter. Wir haben es ja schon fast geschafft. Wir sind ja schon fast tot. So wie ich das gesehen habe hier unten. Ja. Das kennen wir ja alles irgendwie schon. Es gibt auf jeden Fall mehr zu tun. Oh, guck mal. Gibt's ja auch dieselbe Animation, wenn man sich mit dem, Tack, tack, tack eine gibt. Kann man machen. Komm, wir gucken mal nach oben. Da waren wir in dem anderen Teil nicht. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Hallo. Hier gibt's eine Schere. Die nehme ich mir mal. Kann ja nur helfen. Zack, rein die Schere. Was soll schon passieren? So, was ist das? Hier hängt was. Hallo. War das im anderen Teil auch schon? Ich weiß es gar nicht.
Ja, wir haben einen Fisch dabei und dann kommt ein Hai vorbei, der uns versucht zu fressen. Ich meine, warum nicht? Auf zum Boss! Ah, was ist das denn? Nein, Wiesel! Eine Wieselattacke. Rein zum Boss. Was gibt's hier Schönes? Eine Ritterrüstung. Überhaupt nicht blutig. Do not touch. Wir haben es aber trotzdem getan, weil wir so eiskalte Motherfucker sind. Oh, hier gibt's so viel zu tun. Ich will das da oben klicken. Ich weiß nicht. Ja, da kommt ein Panda raus und frisst uns auf. Wie geil, wir haben es geschafft. Wir sind tot. Sehr schön. Ja, ich will euch auch nicht viel zu viel vorwegnehmen. Ich packe die ganzen Links zu den einzelnen Spielen in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch selber noch ein bisschen was rausfinden und rumgucken. Es ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Ein bisschen Englisch muss man können. Aber, ja, was heißt ein bisschen Englisch? Grob versteht man, um was es geht. Man hat 5 Minuten, um sich selbst zu killen. Und das ist so der Sinn der Sache. Hier an der Stelle nochmal die Bemerkung, macht das nicht zu Hause nach. Spielt das Spiel von mir aus, aber kennt den Unterschied zwischen Realität und virtuellem Spiel. So, und ich hoffe, das reicht als Disclaimer aus. Schreibe ich dann vielleicht auch nochmal in die Beschreibung. Macht's ja nicht nach. Sicher ist sicher. Ja, und damit sage ich auch, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Browser Party mit einem anderen lustigen Browserspiel, ohne Anmeldung, ohne irgendwas, ohne Runterladen, einfach direkt im Browser loslegen. Einziges, was man braucht, wäre der Flash Player. Das ist, ja, soweit so gut. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.